Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran New Ghostbusters 2. New Ghostbusters 2 deswegen New, weil sie wollten sich ein bisschen vom Gameboy-Spiel absetzen und haben sich gedacht, wir hängen da einfach ein New dran, damit das hier niemand verwechselt. Das ist nämlich ein anderes Game, hat andere Levels und andere Videosequenzen als im Videosequenzen, ihr wisst schon, was ich meine am NES. Und ja, lasst uns das mal anschauen. Ich kenne das Spiel wie so oft noch gar nicht und lerne es zusammen mit euch kennen. Ich spiele es zum ersten Mal, habe es echt noch nie gezockt. Okay, ich kann mir hier wohl ein Spiel aussuchen. Ich nehme natürlich Peter Bagman. Gut, kann mir noch einen anschauen. Okay, Ray. Okay, sind hier zu zweit unterwegs. Sehr gut. Und hier ist Slimer. Kann ich Slime einfangen? Ich kann Slime einfangen. Okay. Ist das sozusagen das Testlevel? Gut. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt machen hätte sollen, weil Slime ist ja normal lieb. Aber was erkläre ich euch das? Ihr kennt ja sicherlich alle Ghostbusters. Oder? Schaut irgendjemand dieses Video, der Ghostbusters nicht kennt, dann haut es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten würde ich es natürlich interessant finden, ob es irgendjemanden gibt, der Ghostbusters im Kino gesehen hat. Mei, das hätte ich gerne gehabt. Hätte ich echt gerne im Kino gesehen. Leider nicht. War leider nicht der Fall bei mir. Ich sollte Pfeil nach rechts. Wieso? Oder ich soll da. Okay, ich soll da einfach nach rechts gehen. Okay, war ein bisschen verwirrend jetzt der Pfeil. Grafik finde ich soweit ganz okay. Sound ist Ghostbuster Mucke halt. Aha, was ist mit dir los? Mal einfangen da. Ein Geist. Noch ein Geist. Was ist los mit dir? Nein. Wie kann ich die einfangen hier? Come on. Ja. Sind so kleine Blobs hier. Bisschen aus wie Kirby, oder? Schaut ein bisschen aus wie Kirby. Was ist mit dir los? Sie verschwindet einfach. Okay. Das heißt wohl gerettet. Ich muss nach links irgendwie. Okay. Schön, dass ich in die Info bekomme, dass ich nach links gehen muss. Aber wo? Der Pfeil. Der Ort des Pfeils ist so ein bisschen irritierend. Was ist das? Gibt es da irgendwas? Nö. Start? Was ist Start eigentlich? Okay, Start ist. Ja, das. Pause und Select bringt anscheinend nichts. Gut. Da ist ein Geist. Geist mit Kettensäge. Geist mit Kettensäge. Geist mit Kettensäge. Hat mich weggebrezelt. Wo ist der Geist? So. Gut. So, schon mal gut gestorben hier. So ein Slimer hier. Und da der böse Slimer hier. Super. Macht Spaß, muss ich sagen. Ist bisher das beste Ghostbusters-Spiel am NES. Ich habe ja schon ein paar gezockt. Ich habe, weiß nicht, zwei habe ich schon gezockt. Ihr könnt es mal ja, nachschauen. Und die waren eigentlich nicht so besonders, aber das ist richtig gut. Und das erinnert mich natürlich auch wieder mal an das Gameboy-Spiel, das ich damals gezockt habe. Ich hatte es nicht, aber ich habe es damals gezockt. Ich habe es damals bei Freunden gezockt. Irgendwer hatte das. Ja, ich hatte Freunde. Man glaubt es kaum. Obwohl ich NES-Spiele gespielt habe. Und irgendeiner hatte das Game. Komm schon. Ich will dich einsammeln. Ah, der Sound ist richtig fein. Taugt mir total. Ey. Er hat mich da voll weggebrezelt. Tschüss, Slimer. Da ist noch ein Schleimigeist. Nicht mein Slimer, leider nicht mein Slimer, weil der wäre ja lieb. Ja, die Zeichentrickserie habe ich extrem gefeiert damals. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Aber die Zeichentrickserie fand ich super cool. Mochte ich viel mehr als den Film. Oder die Filme. Game over! Ein Continue. Gönnen wir uns ein Continue. Ich wollte ausweichen. Ich wollte wirklich ausweichen. Es ging einfach nicht schnell genug. Okay. Da runter in Deckung gehen.
Oben in Deckung gehen. Jetzt aber. Hehe. Okay. So, noch ein Slime. Weg damit. Ja, die Ghostbusters gibt es die Serie zum Schauen. Ich weiß nicht. Die Zeichentrickserie gibt sie auf, war das Netflix oder Amazon Prime? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann man die irgendwo schauen oder konnte es zumindest. Ich habe ein paar Folgen reingezogen, aber ich fand es jetzt 2020 jetzt auch nur noch schwer zu konsumieren, muss ich sagen. Leider. Aber tja, man wird leider älter und die Serien von früher sind dann halt auch nicht immer mehr das, was sie mal waren. Tja, älter werden ist schlimm, Leute. Ich hoffe, mir geht es nicht irgendwann mal mit South Park so, weil das feiere ich die letzten Jahre so extrem. Ob ich dann in ein paar Jahren zurückblicke und dann sage, ah, was hast du denn da reingezogen? Vielleicht. Das ist irgendwie der Obermods. Was ist da? Was bist du für einer? Komm an. Ah. Oh, warum fängst du in die falsche Richtung, du Blödi? Okay, continue. Ja, jedes NES-Game mindestens 10 Minuten ist das Format hier, um es nur mal zu erwähnen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann... Ich habe schon jede Menge NES-Games gezockt, also. Komm an! Ich möchte dich einsammeln. Ach, geh, komm! Du bist einfach schlecht da hinten. Komm an! Okay. Warum? Du sollst... Warum kann ich den nicht einsammeln? Verstehe ich nicht ganz. Genau mal. Nochmal. So, dann. Na. Müsste einfach nur mal einen einsammeln. Ja, okay, er muss rot werden. Er muss rot werden. Okay, das muss man halt mal wissen. Jawohl. Ein Boss erledigt. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist leicht. Wie so oft, wenn man weiß, wie es geht, ist leicht. Ghostbusters 2 am Ende ist. Ja, ja, ist richtig lecker. Richtig lecker. Macht mir Mörderspaß auch. Noch 2020. Also wenn man ein Spiel so viele Jahre später spielen kann mit Spaß dran, dann ist das schon ein krasses Qualitätszeichen. Ich sage oft, die Qualität von einem Spiel weiß man erst 20 Jahre später. Weil wenn es 20 Jahre später auch noch gut ist, oder sagen wir mal, wenn es 10 Jahre später immer noch ein gutes Game ist, dann war es wirklich gut. Weil dann war es einfach nicht nur... Einmal springe ich noch rein. Ja, wenn es so viele Jahre später immer noch gut war, dann haben die irgendwas richtig gemacht. Und was nicht nur, boah, coole Grafik, sondern halt deutlich mehr. Gute Grafik ist vergänglich, aber gutes Gameplay macht auch nach vielen, vielen Jahren noch viel Spaß. So. Und das ist ja der Grund, warum ich NES-Games spiele. Ich möchte viel Gameplay kennenlernen. Gutes Gameplay, schlechtes Gameplay. Leider lerne ich auch sehr viel schlechtes Gameplay kennen. Also bei allen NES-Games muss man schon sagen, da gibt es wirklich genug schlechte Games auch dabei.
komm schon. Kann ich da links gehen vielleicht? Ist das irgendwas Geheimes? Nö, da ist ein Collider. Nein, ist kein Collider, aber ich kann trotzdem nicht hingehen. Hm, schade. Also das ist ein bisschen mehr Optionalität. Würde ich feiern, aber geht so auch. Die KI ist für damals eigentlich ganz gut von diesem Nachgemaxel. Ist nicht so schlecht. Ich meine, ich habe schon ein bisschen geschimpft jetzt drüber, aber das könnte doch viel schlechter auch sein. So, da einsammeln. Einsammeln wir alles an Geistern mit eingesammelt, was da ist. Wieso kann ich da nicht rauf? Ist da noch irgendwo so ein Heinzi? Ist da noch wo ein Heinzi? Da ist noch ein Heinzi. Okay. Ich gehe da rauf. Ich gehe da rauf und sage, das war's, Leute. 10 Minuten Ghostbusters 2 am NES. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut euch ein bisschen auf dem Kanal um oder abonniert vielleicht auch mal gleich. Ich habe schon viel gezockt. Ansonsten Kommentare über Ghostbusters zum Game, zur Serie, zum Film sind immer gern gesehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.